ich habe das ja schon mal gesagt. Erstmal bringt es den Fußball weiter, wenn Jugendliche Fußball wieder spannend finden. Ich glaube momentan, ich war selber bei 7 EM-Spielen, momentan hat der Fußball ein riesiges Problem, der traditionelle Fußball. Es wird immer langweiliger. Das ist ja alles so legitim, das ist gut, das ist interessant, das zeigt so ein bisschen so seine Perspektive, was er vorhat. Aber achtet mal jetzt drauf. Erstmal, dass es jetzt auch noch eine zweite Liga gibt. Und sportlich gesehen ist es ja auch die zweite Liga. Also von dem her sind wir da, alle, die es hier nicht schaffen, können dann dort angreifen. Na, ich hab. Oh mein Gott, in meinen Augen war das so peinlich. Wisst ihr warum? In meiner Denkweise ist, Bruder, du bist der CEO der Baller League. Und ich versetze mich jetzt mal nur in meine CEOs. Ein Toni Kroos und ein Elias Nerlich würde sich nie so äußern, beziehungsweise haben sich bis heute noch nicht negativ über das andere Projekt der Baller League schlecht geäußert. Was ja vollkommen okay ist. Ist ja vollkommen in Ordnung. Aber wenn ich das sehe, habe ich das Gefühl oder meine Denkweise ist, sowas gibst du nur von dir, wenn du weißt, dass das andere besser laufen wird, beziehungsweise besser starten wird als du und dir wirklich Konkurrenz macht.